Ein Streit um einen falschen 50er artet nun aus. Zu einem Kampf gegen skrupellose Autodiebe. Im Einsatz Boris Peters und Manuel Wenner von der Kripo. Gehen wir mal schön hier rein. Komm, komm, komm. Mein Gott, ist das hallo, was soll hallo, das? Komm, hallo, hallo, lass uns mal los. Kriminalpolizei, Kriminalpolizei. Was ist denn los? Was ist? Hier. Fahren mit dem Taxi, haben keine Kohle. Und dann bezahlen Sie mit so einem Stück Papier. Ja, aber. Das ist doch Betrüger. Das hat überhaupt nichts mit Betrug zu tun. Ich weiß überhaupt nichts von Falschgeld. Das ist ein 50-Euro-Schein. Das ist ein Stück Papier. Das ist nicht nein, 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 das ist kein Toilettenpapier. Das ist kein echtes ja, Geld. Da fehlt ja hier. Ganz ehrlich. Ja. Also, da könnt ihr auch nicht mit dem Taxi Ganz ruhig. Erstmal Ruhe. Sie kommen erstmal mit rein. Ja, die also, beiden Damen. Wir klären das jetzt alles. Ganz ruhig. Falschgeld ist ein Problem, was gerade in den letzten Jahren wieder ganz verstärkt auftritt. Während man zu D-Mark-Zeiten gerne große Scheine, die 100er und 500er gefälscht hat, ist es im Euroscheinbereich so, dass man dazu übergeht, die 50er und 20er zu fälschen, weil die gehen viel schneller über die Ladentheke. Ist aber in den letzten Jahren ein Phänomen, was verstärkt auftritt. Sie sagen, die Damen sind mit Ihnen ins Taxi eingestiegen, haben Fahrtauftrag gegeben, wollten bezahlen und haben Ihnen diesen 50-Euro-Schein Falschgeld. Warten Sie bitte draußen. Okay. Groben Sachverhalt haben wir. Ich komme gleich nochmal auf Sie zu. Wunderbar. Gut. Das ist eindeutig Falschgeld. Die Namen, Frau Fuhrmann, war richtig? Ja, das war Frau Keller. Frau Keller. Dina Keller, ja. Das Geld stammt von Ihnen? Ja. Also wo haben Sie das denn her? Ich habe das von meinem Bruder bekommen. Der hat Schulden bei mir gehabt. Der hat mir das gestern dann gegeben. Und wir wollten dann zum Gebrauchtwagenhändler. Also wir waren da und haben nach einem neuen Auto für mich geguckt. Ich brauche das beruflich. War leider nichts dabei und dann ist uns der Bus noch vor der Nase weggefahren, dann haben wir uns das Taxi genommen. Leider. Und dann wollte ich bezahlen, dann fing er direkt an zu toben. Der ist komplett ausgerastet, der ließ nicht mehr vernünftig mit sich reden und hat dann einfach Gas gegeben, ist mit uns hier hingefahren. Wo hat Ihr Bruder denn das Geld her? Wissen Sie das? Ja, also er hat mir was erzählt, mit seinem Auto. Er hat sein Auto verkauft, er hatte ein Restaurant und nachdem da ein Einkaufszentrum gebaut wurde in der Nähe, ist das halt relativ den Bach runtergegangen. Vorher lief super. Und wir haben von unserer Oma jeweils 3.000 Euro geerbt. Und ich habe dann gehofft, dass er das irgendwie noch retten kann und habe ihm dann das Geld eben geliehen. Und letztendlich musste er doch zumachen. Ja, und um mir dann die Schulden zurückzuzahlen, weil mein Wagen halt vor kurzem den Geist aufgegeben hat, hat er dann seinen SUV-Sportwagen da verkauft. Hat da auch eine einigermaßen gute Summe noch für bekommen, glaube ich. Und hat mir halt gestern meine 3.000 zurückgegeben. Wo hält sich Ihr Bruder denn auf? Ich habe den halt, wie gesagt, angerufen auf dem Weg. Also der müsste eigentlich jetzt gleich hier hinkommen. Aber Sie haben ihn hier hingestellt? Ja, ja, genau. Ja, wunderbar. Falschgeld kann man heutzutage relativ einfach erkennen. Jeder Euroschein hat verschiedene Sicherheitsmerkmale. Man merkt es am Papier. Das hier ist viel zu glatt, viel zu normales Papier. Der Sicherheitsstreifen fehlt und da, bei dem Hologramm, da sieht man auch, das ist kein Hologramm, sondern einfach gedruckt. Wenn man das gegen das Sonnenlicht hält, müsste das Hologramm sich verändern. Das ist in diesem Fall weder bei dem 200er bis hin zum 5-Euro-Schein nicht gegeben. Auch hier fehlt der Sicherheitsstreifen. Man sieht ihn hier auf der Seite, das ist auch einfach gedruckt. Privatleute, die sich damit nicht auskennen, können damit relativ einfach hinters Licht geführt werden. Herein! Oh, Lukas. Wer sind Sie? Kleiner Augenblick, bitte. Wer sind Schwester Lukas? Sie sind Herr Lukas Fuhrmann. Okay, Lukas Fuhrmann. Sie haben Ihrer Schwester das Geld gegeben. Genau, 3.000 Euro. Sie hat gerade irgendwas vom Falschgeld gesagt. Das ist alles Falschgeld. Haben Sie noch mehr? Ja, ja. 10.000 Euro hätte ich. Ihre Frau Schwester sagte, Sie hätten das Geld durch einen Autoverkauf erhalten. 3.000 Euro Schulden bei meiner Schwester wollte die wiedergeben und gut, schwierige Zeit, mein Auto verkauft, ja. An wen haben Sie denn das Fahrzeug verkauft? Tim Sprockler hieß der. Sprockler. Haben Sie eine Anschrift von dem, Kaufvertrag? Nee, gar nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Der meinte, man bräuchte das nicht, hat mir die 10.000 gegeben und ich war froh, dass ich kein Papier erledigen musste. Ja gut, was für ein Fahrzeug haben Sie denn verkauft? Ein Audi Q3 war das. Ja. Schwarz. 2005 war das Baujahr. Ich habe den ohne Kennzeichen auch verkauft, das habe ich nicht übergeben. Und ich hatte auf der linken Seite so einen recht markanten Kratzer. Ich habe das als Dienstwagen gekauft, das wurde aus dem Bestand ausgemustert. Von wem? Unserer Stahlfirma.
Stahlkraft NRW AG. Hier aus Duisburg, die Firma? Ja, hier aus Duisburg. Herr Fuhrmann, der das Geld seiner Schwester gegeben hat und somit in Umlauf gebracht hat, wird natürlich eine Einzahlung bekommen, weil er eben dieses Geld in Umlauf gebracht hat, was verboten ist. Andererseits wird es wahrscheinlich so kommen, dass dann die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt. Wir werden noch natürlich weiter ermitteln müssen, ob das wirklich so war, wie Herr Fuhrmann uns das geschildert hat. Wenn wir keine Angaben zum Fahrzeug weiter haben, die Stahlkraft, die hat in jedem Fahrzeug ein GPS-System drin zur Ortung. Ja. Mhm. Die leasen die ja nicht, die kaufen ja selber. Ja. Okay, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wenn wir da anrufen, wir könnten eventuell gucken. Okay. Ich rufe da mal gerade rum. Die Stahlfirma hatte tatsächlich einen GPS-Tracker in den Wagen eingebaut und stellt der Polizei die Daten zur Verfügung. Über das Internet kann Kommissar Peters das Fahrzeug aufspüren. Manuel. Ja. Manuel. Ja. Alte Duisburger Straße, 17. Ist geortet. Super. Sollten wir. Wir holen mal kurz den Taxiwagen rein. Wie wollen wir das jetzt haben? Genau. Und dann fahren wir am besten gleich dahin. Was hältst du davon? Sofort. Ne? Geld. Ne? Ist sichergestellt? Jo. Sicherstellung? So. Frau Fuhrmann, Herr Fuhrmann, hören Sie bitte mal zu. Ja. Den Wagen haben wir geortet. Der steht hier in Duisburg. Da werden wir jetzt mal hinfahren, gucken. Sie gelten im Augenblick als Zeugen. Wir werden noch mal auf Sie zukommen. Der Kollege hat Ihre Daten aufgenommen. Sie sind jetzt erstmal vorläufig entlassen. Auch Sie gelten als Zeuge, auf Sie werden wir auch noch mal zukommen. Das wäre es jetzt erstmal für den Augenblick. Das Geld ist, sichergestellt. Eine Sicherstellungsbescheinigung über das Geld, über das Falschgeld werden Sie noch bekommen. Das händigen wir Ihnen noch aus. Sie sind jetzt erstmal entlassen. Wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Durch die Ortung haben wir die Adresse rausbekommen, wo das Auto zurzeit steht. Und wir werden jetzt unverzüglich versuchen, dahin zu fahren, um mit Glück eventuell das Fahrzeug noch anzutreffen und natürlich mit einem Fahrer und mit einem Verdächtigen möglicherweise. Die Polizisten müssen die jungen Leute davon abhalten, sie zu begleiten. Das behindert die Ermittlungsarbeit und könnte gefährlich werden. Sie weisen die drei an, den Taxifahrer zu bezahlen und fahren zum Standort des verkauften Pkw, einem Schrottplatz. Das muss hier vorne sein. Das muss irgendwo sein. Das ist ja der Schrottplatz, ne? Ja, die andere Nummer habe ich auch nicht gesehen im Lageplan. Das muss die 17 sein. Das sieht schon gut aus. Egon für 3215. Egon, ja. 3215 ist am Einsatzort. Wir verlassen den Wagen. Ende. Die Halle ist offen. Da ist aber keiner. Das ist der Wagen, ne? Und man hat auch den Kratzer an der Seite. Die Beschreibung passt auf alle Fälle. Ja. Baujahr auch. Ja, passt. Wir haben hier nicht nur den Q3 gefunden, wir haben auch noch weitere Kraftfahrzeuge der gehobenen Mittelklasse, der Oberklasse vorgefunden, was den Anfangsverdacht beinhaltet, dass hier professionell Betrug und Kfz-Handel in einem gewissen Rahmen vollzogen wird. Die werden alle untersucht auf Fingerabdrücke und das wird die weitere Ermittlungsarbeit zeigen, was hier dann wirklich gelaufen ist. Guck mal, was wollen die denn hier? Warte, komm. Stopp. Was machen Sie denn hier? Herr Fuhrmann, Frau Keller, wie kommen Sie hier hin? Wir haben von der Adresse gehört, die Sie genannt haben. Und ich wollte einfach plötzlich das Auto nicht erkennen. Und ich wollte auch wissen, ob der Typ jetzt... Ganz einfach. Ich spreche einen Platzverweis aus gegen Sie. Sie verlassen jetzt... Sie behindern Ermittlungsarbeit. Das ist unsere Arbeit. Gehen Sie zurück. Wir wissen nicht, was hier läuft. Sie wird. Gehen Sie weg. Hast du gehört? Das war ein Schuss. Egon für 3215. Gehen Sie weiter weg. Vor Ort, alte Duisburger Straße 17, Schuss gefallen. Wir brauchen sofort Unterstützung SEK. SEK ist verfügbar, Unterstützung ist verfügbar. RTW rollt, und Verstärkung schicke ich euch auf. Gut, Verstärkung, wenn sie anrollt, Werkseinfahrt, sofort blockieren. Wir gehen rein. Ende. Wir haben die Geschwister Fuhrmann und die Frau Keller dann hier weggeschickt, einen Platzverweis ausgesprochen, damit sie uns nicht weiter behindern. Ja, und dann ist die Situation komplett eskaliert. Okay.
Die Kommissare haben nach dem Schuss das Stöhnen einer offenbar verletzten Person wahrgenommen. Somit scheint Gefahr im Verzug. Deshalb warten sie nicht auf die Verstärkung und bereiten vorsichtig ihren Zugriff vor. Da sind welche, ne? Ja. Wenn es zu solchen Einsätzen kommt, habe ich Angst, natürlich. Weil wer keine Angst hat, kann nicht mutig sein. Und wer keine Angst hat, ist dumm, der macht Fehler. Angst befähigt mich in diesem Augenblick, extrem vorsichtig und wachsam zu sein. Das ist ein ganz normaler Schutzinstinkt, den jedes Säugetier wahrscheinlich mit dem Blut hat. Ich gehe darüber, du da. Alle Waffen auf dem Boden! Wir haben ja, als wir vor Ort waren und den Schuss gehört haben, gleich Verstärkung angefordert. Und das war das Gute von den Kollegen von der Schutzpolizei. Die waren sehr schnell da und haben auch sehr tatkräftig und engagiert gleich die Straftäter, als sie flüchten wollten, aus den Fahrzeugen geholt. Das war also eine gute Aktion, wo man also sagen muss, alle Achtung. Was ist mit dem Typen, der da auf dem Boden lag? Der ist verletzt, aber er ist bei Bewusstsein, ist angeschossen am Fuß. Wo bleiben die Sanitäter? Sie sind vorläufig festgenommen, alles Weitere erklärt Ihnen der Kollege. Die drei festgenommenen Männer sind Teil einer Autoschieberbande. Der angeschossene Mann hat für sie Fahrzeuge besorgt, die er mit von ihm selbst hergestelltem Falschgeld gekauft hatte, unter anderem vom Geschädigten. Ja, du, Sacknase, warst das doch. Gehen Sie bitte beiseite. Sonst muss ich Sie ganz wegschicken. Das hat er verdient. Ja, das Herr ist Vormann. Was anderes. Ganz gut. Du hast mir das Geld gegeben. Du Scheiße. Städtische? Ist okay, wir kommen gleich hinterher. Als wir die Personengruppe angetroffen haben, hat sich herausgestellt, dass derjenige, der verletzt worden ist, unter Druck gesetzt worden ist von seinen Kollegen, weil er nämlich noch weitere Fahrzeuge besorgen sollte, was er eigentlich nicht machen wollte. Und die haben also durch diesen Schuss in den Fuß da ein bisschen den Druck verschärft. Er hat uns sogar gesagt, als er vom RTW auf der Trage zurückgefahren ist, dass er das gar nicht machen wollte. Die haben ihn gezwungen. Und wenn er es nicht gemacht hätte, hätte er keinen Stoff bekommen. Es spielt offensichtlich auch Rauschgift eine Rolle. Kollegen, ihr kennt den Weg. Ne? Alle einzeln, weg. Haben wir ja. KTU, wir warten hier noch auf die KTU und dann gehen wir. Der Dritte sitzt nach wie vor bei euch im Fahrzeug. Ja, den Kollegen mit, ne? Ich zieh den ab da. Ne? Nein, nein, der bleibt da, der kann bei uns mitfahren. Ah nee, du brauchst ja einen für ihn. Kollegen, ne? Ja. Ne, den wollte ich mit. Okay. Ja, gut. Für das geprellte Geschwisterpaar haben die Polizisten eine gute Nachricht. Sie werden den für Falschgeld verkauften Wagen zurückbekommen. Allerdings noch nicht sofort. Erst einmal müssen die Beamten den PKW als Beweismittel sicherstellen und auf Spuren untersuchen. Fahrzeug lassen wir so stehen, offen. KTU kommt, Egon hat Bescheid gesagt, wir machen zu. Okay. Weiter können wir nichts machen. Ich habe gesagt, wir fahren zurück auf die Wache. Ja. KTU ist in 10 Minuten hier. Die sollen selbstständig anfangen. Okay. Die Kollegen wissen ja, was sie zu tun haben. Ja, du musst hier das Beschlagnahme. Wir bringen den auf die Wache. Dann fahren wir zurück. Das war mit okay. der KTU. Oder, okay. RTW fährt auch. RTW fährt ja, auch. Die fahren ins Städtische. Okay. Lass uns zumachen. Wir nehmen den mit. Ab in eine Zelle, verhören. Die sollen ja erstmal eine Stunde sich beruhigen. Mhm. Und dann gucken wir weiter. Die anderen Straftäter müssen natürlich auch mit erheblichen Strafen rechnen, weil sie wahrscheinlich unerlaubten Waffenbesitz, dann haben sie die Polizei bedroht, haben sicherlich mit dem Falschgeld was zu tun. Auch das gibt hohe Strafen. Und bei den Fahrzeugen, denke ich, ist das ähnlich wie bei dem Tim Grunewald. Ob da auch noch mal Rauschgift bei denen auch noch mit drin ist, muss die Ermittlungen geben. Auf jeden Fall gleiches Mindeststrafanhörung, ein Jahr.
Die Mitglieder der Autoschieberbande werden ebenso wie der Hersteller des Falschgelds zu harten Freiheitsstrafen verurteilt.